Alter, Leute, Ghostface wacht nicht mehr auf. Leute, Ghostface liegt hier irgendwie so. Er ist, ich weiß nicht, ist er bewusstlos oder ist er tot? Ich weiß absolut gar nicht, was passiert ist. Ghostface, er liegt schon die ganze Zeit. Oder? Ich versuche halt jetzt noch so ein paar Minuten ihn wach zu kriegen, aber ich schaff's einfach nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Leute, was sollen wir tun? Leute, ihr könnt es selber sehen. Ihr habt es auch am Ende der letzten Folge sicherlich gesehen. Der hat halt die ganze Zeit nur gelegen. Ey, Mann. Was sollen wir machen? Sollen wir ihm vielleicht die Maske abnehmen? Vielleicht, keine doch, vielleicht kriegt er dann besser Luft ohne Maske. Oder am besten, wir nehmen ihm die Maske ab und versuchen ihn dann vielleicht zu beatmen. Also vielleicht, wenn er mehr Luft hat, dann kann er vielleicht auch, dann ist er vielleicht auch nicht mehr bewusstlos, also er kommt dann wieder zu sich. Ja doch, das ist eine gute Idee. Alter, warum bin ich nicht sofort auf die Idee gekommen? Aber naja, ich bin ja eigentlich ziemlich schnell drauf gekommen. Aber doch, Leute, das machen wir. Das ist eine sehr gute Idee. Also wir nehmen ihm jetzt sofort die Maske. Die Maske ab. Dann bin ich mir sicher, dass wenn wir ihm dann die Maske abgenommen haben, ist dann hätte er sicherlich wieder mehr Luft bekommen. Er wird dann sicherlich wieder aufwachen. Ja doch, so machen wir es. Das ist gut, Leute. Dann sehen wir auch mal, wie unter der Maske aussieht und wer sich unter der Maske von diesem Killer verbirgt. Naja. Also Leute, seid ihr bereit? Leute, wenn ihr bereit seid, in die Maske abzunehmen, dann lasst alle einen Daumen nach oben auf diesem Video da und abonniert diesen Kanal. Wir sind kurz noch mit Abonnenten. Ich weiß, ich sage es sehr oft, aber es ist so. Naja, egal, Leute. Ich würde sagen, ich will jetzt hier auch nicht mehr sehr viel drum rumlabern. Ich will es jetzt auch nicht sehr spannend machen. Deswegen, Leute, wir machen es jetzt einfach. Wir nehmen jetzt einfach die Maske ab. Also ganz normal, ohne viel drum rum zu labern. So Leute, da liegt Ghostface. Leute, seid ihr bereit, dass ihr jetzt die Maske abnimmt? Das ist ja auf jeden Fall bereit. Leute, 3, 2, 1. Oh Gott, Leute, wie sieht denn der aus? Der sieht ja völlig komisch aus. Also, so ein Gesicht habe ich ja noch nie gesehen. Also, ich meine, ich hätte niemals gedacht, dass Ghostface so aussieht, dass er wirklich so aussieht. Hey Mann, Leute, wer hätte das gedacht? Aber Leute, also, naja, egal, wir müssen jetzt trotzdem irgendwie die Mund-zu-Mund-Beatmung machen, dass er dann hoffentlich wieder Luft kriegt, ich meine, er hat immer noch geschlossene Augen, seine Augen sind immer noch nicht offen, was natürlich sehr, sehr komisch ist. Naja, egal, Leute, wir machen jetzt mal die Mund-zu-Mund-Beatmung. Oh Mann, Leute, wie mache ich das jetzt am besten? Oder vielleicht. Leute, doch, ich glaube. Ungefähr. Ich nicht. Ungefähr so. So puh ist so. Ja, aber es ist halt schon, dass es halt nicht zu komisch wird, natürlich. Leute, ich mache es jetzt einfach ein bisschen so. So, den so. So, also so halt so atmen und dann. Dann so in seinen Mund. Also, dass er so Luft kriegt. Ich muss das ein bisschen trainieren. Ich habe sowas noch nie gemacht. Zum Glück. Ich will sowas auch nicht machen. Also, ich mache sowas nicht gerne, auch wenn ich es nie gemacht habe. Ja, so. Okay, nur ganz. Ich werde nicht so nah rangehen. Ich werde das schon sehr weit entfernt machen. Warte, ich muss. Ich muss ein bisschen Luft holen. Okay, so. Ich hoffe, das reicht. Okay, geht jetzt so langsam die Luft aus? Hey Mann, bitte. Bitte lass es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch mehr machen. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal mit dieser Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich hoffe, dass Ghostface jetzt aufwacht. Also, wenn er nicht aufwacht oder so, dann, wenn er jetzt nicht aufwachen soll oder so, dann wissen wir auf jeden Fall, er ist tot. Also dann, Leute, ja, dann ist er sowas von tot. Okay, Leute, bis jetzt sieht es schlecht aus. Bis jetzt kommt der nicht auch wirklich nicht zu sich. Aber naja, Leute, das wird sicherlich noch. Ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden. Also, Leute, vielleicht wir warten mal noch ein bisschen. Vielleicht, wenn er so. Ja, wenn er. So in ein
paar Minuten vielleicht nicht zu sich kommt, dann, ja, dann vielleicht, dann ist er tot oder dann sollten wir vielleicht mal einen Krankenwagen rufen oder so. Wobei, ich weiß nicht, ich meine, ich habe ihn ja schon an einer sehr ungünstigen Stelle getroffen eigentlich. Also das ist eigentlich, also wenn jetzt alles falsch gelaufen ist, dann müsste er, ja, dann müsste er eigentlich tot sein, Leute. Ja, ich wirklich, er wacht doch nicht mehr auf, er bewegt sich kaum noch. Ich glaube, Leute, ja, wisst ihr, was das heißt, oder? Er ist tot. Er ist zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit tot. Er ist sowas von tot, Leute. Ja, das müssen wir jetzt natürlich melden. Also wir müssen es der Polizei melden, wir müssen einen Krankenwagen rufen, alles hier. Wir müssen eine Beerdigung organisieren, weil er kann auch, also seine Leiche kann dann nicht die ganze Zeit hier im Zimmer liegen bleiben. Aber ich meine, ich habe ihn ja hier getroffen, also hier, wo die Hauptschlagader ist, glaube ich. Also mit dieser Axt, also vielleicht hat die Axt seine Hauptschlagader durchschnitten. Ja, also wenn das passiert ist, dann, ja, dann wissen wir, dass er tot ist. Naja, also Leute, ihr wisst, ich, was das heißt, ich rufe einen Krankenwagen am besten und rufe die Polizei. So, Leute, die Nummer vom Krankenwagen ist, da weiß ich nicht, braucht man einen Krankenwagen? Oder doch, doch, braucht man, es holt einfach mal 112. Es klingelt. Okay, komm, ich bitte, lass die schnell dran gehen. Bitte drück mir die Daumen, dass die schnell dran gehen. Eigentlich müssten die doch immer schnell dran gehen. Ah ja, da. Sonst wenn jemand, ja, hallo? Ja, es geht darum, hier ist ein Toter, der ist durch einen Unfall gestorben. Ja, könnten Sie bitte vorbeikommen? Sie schicken jemanden vorbei? Ja, okay, machen Sie das. Okay, das hätten wir schon mal. Das Gespräch mit, ja, mit dem Krankenhaus. Also, diese Mitarbeiterin wollte uns jetzt einen Krankenwagen schicken. Okay, dann fehlt jetzt hier nur noch das Gespräch mit der Polizeistation. Okay, dann werden wir auch noch schnell die 110. Okay, es klingelt. Ich komm, bitte, drück mir die Daumen, dass da auch einer dran geht. Okay. Gut, komm. Da soll bitte schnell jemand dran gehen, weil ich möchte dieses Gespräch, wenn ich ehrlich bin, auch sehr schnell hinter mir haben, weil diese Gespräche sind meistens halt nicht so schön. Das sind halt immer die komischsten Gespräche, selbstverständlicherweise. Gibt es das Wort überhaupt? Ich glaube, habe ich mir gerade selbst ausgedacht. Eigentlich heißt es ja nur selbstverständlich. Hallo, Polizei? Ja, es geht darum, hier ist ein, ja, ein Toter ist hier, der ist durch einen Unfall gestorben. Sie wollen vorbeikommen und sich das ansehen. Ja, kommen Sie mal vorbei und sehen sich das an. Ja, okay. Danke. Tschüss. Okay, okay, das wäre abgehakt. Diese Gespräche mit Krankenwagen und Polizei sind abgehakt. Die werden jetzt kommen, die jetzt in der nächsten Folge sagen, wie das Gespräch verlaufen ist. Dann alles, dann wird sich um die Beerdigung gekümmert, weil wenn er jetzt noch leben sollte, das wäre echt ein Wunder. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil an die Stelle, wo ich ihn ja eigentlich aus Versehen hingeschlagen habe, weil ich wollte ihn eigentlich nicht mehr an die Stelle schlagen. Ich glaube, also an der Stelle befindet sich die Hauptschlagader. Deswegen, ja, Leute, wissen ja, dass er tot ist. Ich habe es mir ja schon gedacht, aber ich dachte halt, ich hatte also trotzdem noch Hoffnung, dass er noch lebt. Weil die Hoffnung stirbt zuletzt, aber nein, Leute, war ja nicht so. Er hat ja dann nicht mehr gelebt, dann, ja, dann ist es jetzt halt so. Dann kann man jetzt nichts mehr machen. Mann, das ist schon das zweite Mal, dass mir sowas passiert. Zuerst mit Wednesday und jetzt noch mit Ghostface. Naja, aber dafür konnte ich jetzt ja auch nichts. Ich wollte eigentlich eher ein bisschen weiter nach unten zielen. Oder wenn dann eigentlich weiter nach oben. Ich bin dann nur auf den Kopf schlag, weil das hätte dann wenigstens überlebt. Oder es wäre halt wenigstens höhere Chancen gewesen. Naja, Leute. Egal, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann von euch. Ich beende jetzt diese Folge. So, Leute, haut rein, habt einen schönen Tag. Genießt den Tag noch. Leute, dann verabschiede ich mich von euch, Leute. Bis zur nächsten Folge und Peace out.